Da gab's doch, kennt ihr das Stapelfahrer Klaus oder wie das Video heißt da? Staplerfahrer Klaus, klar. Die kannst du dem Schwein direkt aus dem Bauch herausfeuern ohne Probleme. Einfach aus dem Bauch heraus. Willkommen zurück beim Goldpriester. In diesem Video habe ich für euch jetzt mal in Battlefield 2042 diesen Modus Gun Roulette ausprobiert. Und das habe ich für euch jetzt in diesem Video zusammengeschnitten. Vergesst jetzt nicht, das Video zu bewerten. Das würde mir auf jeden Fall weiterhelfen. Jetzt viel Spaß mit dem Video, euer Goldpriester. Ach guck mal, das geht nach Timer. Ach guck mal, nach Timer, nicht nach Abschuss. Das ist das. Wer hat sich das denn ausgedacht? Also nach Abschuss würde ich ja noch verstehen, aber nach Timer? Ja, wenn die ganze Zeit rumläufst und keinen Kill machst, da ist es ja auch Schwachsinn, ne? Wir kriegen jetzt in 14 Sekunden eine neue Waffe. Hä? Hat sich den Käse denn ausgedacht? Ganz funny, meine Lampe ist gerade runtergefallen. Vom Tisch. Meine Lampe? Ach so. Jetzt haben wir eine neue Waffe bekommen, Alter, im Schuss! Im Schuss, Alter! Ja, bei mir auch. Alter, im Schuss, das musst du dir mal vorstellen. Ah, ich geb dir mal eine neue Waffe. Bam. Okay, jetzt haben wir die MP, ne? MP40. Jetzt seh ich. Ist mal cool zum Testen auf jeden Fall, aber wie gesagt, das ist doch komisch, ehrlich gesagt, hä? Sich das denn ausgedacht? Irgendwie strange, ja. Also das mit Abschuss doch irgendwie, finde ich das besser gemacht irgendwie. Ich weiß nicht, heißt das bei COD Gun Game oder so? Ich weiß gar nicht, wie heißt das? Ja. Ja, das finde ich ja ganz gut. Das finde ich ja ganz gut eigentlich. Ja, Gun Game ist ganz witzig mal. Jetzt haben wir schon wieder, was ist denn das jetzt? Schon wieder eine neue Waffe. Switcht halt, ne? Alter, gut, dass ich halt keinen Schuss getroffen habe. Oh, schau ihn. Ich glaube, das sind 20 Sekunden oder wie lange dauert das immer? 30 oder so? Das ist ja wirklich Quatsch. Also ganz ehrlich, da hätten sie es lieber mit Abschuss machen sollen. Weil du so gewöhnst du dich auch gar nicht an die Waffe, wenn du gar keinen Schuss machst, der trifft, weißt du? Wenn es ja nach Zeit geht, dann hast du dich auch gar nicht an die Waffe gewöhnt, ne? Ich meine, man kann das natürlich mal zum Testen probieren, aber das macht halt gar keinen Sinn. Jetzt haben wir eine Minute die Waffe. Ich habe gerade mal geschaut, das ist genau eine Minute etwa. Ja. Ja, der Idee ist vielleicht ganz nett, aber in der Praxis ist es halt irgendwie doch nicht so gut, sage ich mal. Ich finde es okay. Besser als Rush. Echt? Du findest das noch besser als Rush, lol? Also Rush finde ich dreimal besser als den Käse hier, ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Ich bin auch Erster, vielleicht liegt es daran. Dann liegt es daran, na klar. So, wenn ich denn hier jetzt mal mitspielen oder was? Absetzen hier, ist halt nichts. Naja, es ist halt Schwachsinn, also. It's kind of funny. Dass du auch kein Visier drauf machen kannst, ne? So ein Käse. Wo liegst du denn da? Kann man denn hier eigentlich heilen, ne? Geht das überhaupt? Glaub nicht, ne? Irgendwie. Oh, jetzt hat er schon wieder die Waffe im Snipen, Alter. Was, wer denkt sich das denn aus, ey? Kannst du nicht heilen irgendwie? Was ist so ein Käse, ey? Da liegen die Leute und da steht ein Revive-Symbol, aber du kannst du nicht heilen. Das ist so dumm. Wo war der denn? Ach, hinter uns. Naja, ich weiß nicht, ob das hier was Gescheites ist da. Ich meine, wie oft würdest du diesen Modus spielen? Luke, sei mal ehrlich. Den würdest. Ich spiel den einmal oder zweimal, da war's das. So wie Deathmatch irgendwie, finde ich. Nur anders. Aber da finde ich halt TDM noch besser irgendwie. Da kannst du wenigstens die Waffe die ganze Zeit spielen, aber so. Wechselt das immer? Ich weiß nicht. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den nochmal spielst, meine ich den Modus so? Oh. Wahrscheinlich nicht so hoch, oder? 85,7%. Ja, aber das ist ja nur, weil du jetzt Platz 1 bist. Stell mal vor, du wirst jetzt letzter Platz sein. Ja, aber das ist ja jedes Mal so. Stell mal vor, du würdest jetzt letzter Platz sein. Alter, was ist das für ein scheiß Ironside? Jo, das ist richtig kacke. Hier siehst gar nichts. Jo, ist echt so. Ist das G3 oder was? Auf jeden Fall mal näher ran, ja, ist G3. Haben wir jetzt einen Raketenwerfer, echt? Ja, lol. Jo. Ah, haben sie auch so ein paar kleine Fun-Waffen mit eingebaut. Das ist ja ganz nett, aber trotzdem, also. Ich habe ihn getroffen und es gibt's da überhaupt Damage ein bisschen, oder? Ja, ich habe schon zwei oder drei erwischt. Ich habe jetzt gerade einen voll gehittet, dass überhaupt nichts passiert. Ah, same. Also irgendwie musst du da schon relativ gut treffen, ne? Oh, jetzt hat's ihn erwischt. Sag mal, Luke, du hast sogar keine Symbole unten ausgewählt, kann das sein? Bei den Waffen und so, also was du für Abzeichen hast? Nee. Hast du blank gelassen, ne? Jo. Kriegt man das überhaupt noch hin? Ich habe jetzt was aktiviert. Wie kriegt man das hin? Einfach gar nichts auswählen dann, ne? Och, keine Ahnung. Das war mir jetzt nicht so wichtig. Ich weiß nicht. Ne, also nicht schlecht. Da sieht man halt die Player-Card ein bisschen besser, ne? Wie viel besser diese Karte schon alleine ist. Ja, die Karte finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Aber ist halt auch. Also ist zwar nur klein, klar. Die ist zwar sehr klein, ne? Aber auch.
Sag mal, TP-Heilung ist doch aus. Ach nee, doch nee, jetzt habe ich doch was bekommen. Es dauert extrem lange halt. Oh! Alter. Eieiei, die Sniper ist ja wirklich ein Crap, ne? Also ganz ehrlich. Jetzt die alte, XF5-Prototyp oder so. Ja, die ist eigentlich ganz nice. Die ist ja cool. Mit Schalldämpfer sogar. Die kannst du nämlich vor allem direkt aus dem Bauch herausfeuern, ohne Probleme. Aus dem Einfach aus dem Bauch heraus. Ja, genau. Und ich muss reloaden. My God. Ach, Alter, das sind welche von uns. Ich höre nur Steps und direkt rein. XM8 heißt die Compact. Hä, haben wir die jetzt nochmal bekommen, oder was? Scheint so. Das ist eine andere Version. Oder ist das was anderes? Mir geht die Muni alle, na klar. Nicht klar! Warte, scheide ich, Krollern. Ah, oh, geht ja gar nicht. Ah, was? Ja, ich weiß, geht ja nicht. Ah, ist irgendwie komisch, ne? Man will die Leute heilen, dann geht es nicht, ne? Immer noch die Waffe, so, wechselt jetzt. Und? Ja, im Schuss gewechselt, Alter, aber ich hab ihn. Ist der STG 44, ne? Ja. Stapelfahrer kannst du hier machen sogar noch. Da gab's doch, kennt ihr das Stapelfahrer Klaus oder wie das Video heißt da? Staplerfahrer Klaus, klar. Oder wie, ja genau, wo der die Beine dort abreißt oder irgendwas, ey, Alter. Ich musste feiern, wo ich das Video mal gesehen habe, ey, das war ja übelst krass. Müssen sie ja irgendwann mal produziert haben, das Video, ne? Ich meine. Ja, das ist wohl wahr. Nee, ich meine jetzt in Deutschland auch, ne? War das nicht aus Deutschland? Naja. Ich glaube, das war doch in Deutschland. Und das war irgendwie schon ganz schön komisch auf jeden Fall. Ach, das ist schon wieder eine neue. Alter, jetzt läuft aber gerade gar nicht. Ja, ich kriege auch nichts rein, Alter. Ja, das schon, aber irgendwie sind immer nur... Kommt dann von irgendwo wer anders. Ah, hinter mir. Ach ja, Digga. Ja, den habe ich, hab dich gerecht, Krollon, Alter. Ich habe einen Headshot gegeben und da kommen noch zwei. Alter, was sind das für ein Spawn? Die Verteilung ist ja komisch. Kommst rein und dann bist du auf immer... kommen Vierer, dann bist du wo an der anderen Seite, da ist niemand. Also das ist schon... Endlich mal einen erwischt, ey. Ist ein bisschen komisch, ne? Irgendwo. Also der Modus ist doch nicht so gut, Luke. Jetzt gib's zu. Oh, er ist doch nicht mehr so gut. Er ist doch nicht mehr so gut. Nee, der ist, ich weiß nicht. Man kann es vielleicht zum Waffenlevel nehmen. Also wenn man jetzt noch was braucht irgendwo, wenn das überhaupt geht. Aber sonst, ich weiß nicht. Portal hatten sie eigentlich auch mal abgeschaltet. Ja, die hatten ja eigentlich... Wegen den ganzen Farmern. Ja, das XP-Boost meinst du, ne? Also die gepusht haben ja wegen so Farmen, irgendwie XP-Farming oder so. Ich glaube, wenn du jetzt nicht mehr mit Bots spielst, geht das wieder normal, aber wenn du Bots dabei hast, kriegst du nicht die volle Punktzahl oder so, ne? Das ist auch richtig so, keine Ahnung. Da stellst du vor, drückst die ganze Zeit Dauerfeuer und kriegst einen Schuss raus, ja? Ja, es ist... Na, und da ist die Runde schon zu Ende, sag mal, Digga! Alter, da kommst... Vor allem, sei doch ehrlich, seid ihr reingekommen in die Runde? Ich nicht. Du kommst gar nicht rein. Du bist ständig im Himmel irgendwo, überall, aber, ne? Ist halt so Deathmatch-Style, ne? Aber zu kurz, viel zu kurz. Und dann ist es auch zu kurz, guck mal. Maschallah, zu kurz, Junge. Du hast, du bist gerade in der Waffe drinne, weißt du, da kommt schon die nächste. Das ist ja der Sinn der Sache. Da stehst du vorhin, hast du auf einmal eine DMR, drückst Dauerfeuer und kriegst einen Schuss, ne, also. Du musst halt gucken. Ja, gucken. Steht doch da, was ja, du für eine Waffe hast und wie lange es noch dauert. Ich meine, Umbruch zum Beispiel, da gibt es Eroberung und Durchbruch, ne. Und bei Durchbruch ist es ja mehr die linkere Bereich hinten und bei Eroberung ist mehr der mittlere Bereich. Also ein bisschen was haben sie da schon auch anders gemacht oder sich ein bisschen Gedanken gemacht. Aber dennoch ist es halt teilweise ohne Deckung. Ich meine, da hat auch niemand richtig durchgetestet. Das würde ihnen doch sofort auffallen. Gerade bei einigen Bereichen, wo überhaupt gar keine Deckung ist, wie bei Orbital vorne. Wir haben das Spiel überhaupt nicht getestet. Das hätte jeder gemerkt, Alter, irgendwie. Beziehungsweise haben sie wahrscheinlich, aber EA so, nee, bringt das mal raus. Ja, aber das ist scheiße. Ja, aber bringt das mal raus. Ja klar, die haben schon was getestet, aber das war halt zu wenig und dann auch viel, vielleicht auch noch die falschen Leute zum Testen genommen. Ne? Ich meine, wenn da jemand kommt, der branchenfremd ist, der ist jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Blumenverkäuferin oder so. Fußballer. Ja, oder Fußballer, was weiß ich. Und er testet das und sagt, ja, ist ja gut, ne? Und hat aber keine Ahnung von der ganzen Materie, dann bringt das mir ja auch nichts, ne? Oder? Ja, du musst halt auch länger spielen, so. Wenn du 2 Stunden spielst, dann ist ja erstmal ganz cool, aber auf lange Sicht fällt ja dann erstmal alles auf, was alles scheiße ist und dann häuft sich das und ja. Ja, das stimmt auch wieder. Das ist ja so das Problem bei mir gewesen. Am Anfang habe ich auch gedacht, oh, ganz geil, in der Beta und so. Wenn die das noch polieren und so, könnte das schon cool sein, aber ja, je länger du spielst, desto mehr fällt dir auf, nee, doch nicht. Aber gleich. Die Beta hat doch nie ausgereicht. Also mir hat die Beta nicht ausgereicht. Du hast ja auch lange die Beta gespielt, ne? Bestimmt. Na klar. Ich weiß gar nicht,
Ja, genau. Ich glaube, ich war auch jeden Tag dabei. Und mir hat das nicht ausgereicht, um das Spiel zu beurteilen, dass es so schlecht ist, wie es jetzt ist, ne? Nee, sag ich ja. Ich weiß nicht, ob die in der Beta auch noch einige Sachen, sag ich mal, verbessert hatten oder weggemacht haben. Weißt du, was ich meine? Weil danach kam mir das so vor, als wenn die da irgendwie nochmal den Netcode verschlechtert hätten nach der Beta. So kam mir das vor zumindest, ne?